Zakonića šanu skače jamac moram Panama. Zile, zile. Hola ihr Lieben und willkommen in Panama. Nach 15 Stunden Flug landet ihr genau hier am internationalen Flughafen in Panama. Aber wie geht es jetzt weiter? Wie reise ich ein? Wo bekomme ich mein Internet her? Wie kann ich mein Geld wechseln? Wie komme ich ins Hotel? Nehme ich die Metro oder ein Uber oder vielleicht doch ein gelbes Taxi? All diese Fragen beantworte ich in diesem Video, um euch die ersten 1 bis 2 Stunden in Panama City so angenehm wie möglich zu machen. Also ich würde sagen, lass uns jetzt mal starten und let's go! Okay, fangen wir ganz vorne an. Und zwar, bevor du überhaupt in den Flieger steigst. Es ist nämlich so, wenn du nach Panama einreisen möchtest, dann brauchst du ein Rückflugticket oder ein Weiterreiseticket. Es kann sein, dass du schon am Check-in-Schalter in Deutschland nach deinem Weiterreise- oder Rückflugticket gefragt wirst. Falls nicht, wirst du spätestens an der Passkontrolle in Panama danach gefragt. Grundsätzlich ist das ja kein Problem, weil die meisten von euch werden wahrscheinlich ein Ticket hin und zurück buchen. Aber es gibt ja auch Reisende, die vielleicht noch gar nicht wissen, wie lange sie in Panama bleiben wollen oder ob es danach vielleicht nach Kolumbien oder doch nach Costa Rica geht. Und für diesen Fall gibt es so einen Ticketservice. Hier kann man sich die Ticketbuchung quasi leihen. Also man kauft sich eine Ticketbestätigung, eine Ticketbuchung. Diese ist aber eigentlich nur eine Reservierung und wird automatisch nach 48 Stunden gelöscht. Das heißt, ja, man leiht sich quasi ein Ticket, kann das bei der Einreise vorzeigen und danach erlischt das automatisch. Man muss sich da nicht mehr drum kümmern und gar nichts. Ich finde die Lösung eigentlich ganz cool, vor allem für so Weltenbummler oder Menschen, die wirklich sehr flexibel reisen oder digitale Nomaden oder. Und auch wir haben das genutzt, als wir nämlich nach Panama eingereist sind für unsere Auswanderung, aber noch nicht unsere dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in der Hand hatten. Die haben wir nämlich erst eine Woche später bekommen. Sprich, wir haben diesen Service auch genutzt, damit wir ganz entspannt ins Land einreisen konnten. Wenn du also an der Passkontrolle bist, dann wirst du nach deinem Rückflug- oder Weiterreiseticket gefragt. Aber ansonsten ist die Passkontrolle in Panama super easy. Bis zu 90 Tage brauchst du für Panama kein Visum. Das heißt, du brauchst dich um nichts kümmern. Du kommst einfach, reist in das Land ein und fertig. Nach der Passkontrolle, quasi wenn du deinen Koffer schon abgeholt hast, musst du nochmal an so einem kleinen Checkpoint vorbei und zwar musst du dort die Zolldeklaration abgeben. Dort musst du deine persönlichen Daten angeben und angeben, was du zu verzollen hast. Du darfst zum Beispiel nicht mit Unmengen an Bargeld nach Panama einreisen. Die Grenze liegt hier bei 10.000 US-Dollar. Hier ist es wichtig und da habe ich eine Story von einem Freund von uns, die nämlich auch nach Panama ausgewandert sind, von Südafrika allerdings. Und er hat nämlich irgendwie gedacht, na gut, dann packe ich 10.000 ein Umschlag und dann sind das halt maximal 10.000, hat aber vergessen, dass er ja auch noch Geld in seinem Portemonnaie hatte und ja, der wurde dann kontrolliert und musste halt das Überschüssige eben verzollen, aber ja, nehmt einfach nicht mehr als 10.000 US-Dollar mit und dann seid ihr safe. Und diese Zolldeklaration könnt ihr entweder vorab schon online ausfüllen, den Link dazu packe ich euch auch in die Beschreibung, oder ihr bekommt im Flugzeug auf jeden Fall einen Zettel, den ihr dann ausfüllen könnt. Was ich euch empfehle, nehmt einen Stift mit, weil ich hatte ganz oft das Problem, dass ich keinen Stift dabei hatte und rundherum auch keiner einen Stift hatte. Du wirst natürlich einen Stift finden, wenn du dann in Panama City am Flughafen angekommen bist, aber dann kannst du schon mal eine Weile warten, was total unnötig ist, weil ja, du hättest es halt schon easy im Flugzeug ausfüllen können. Also entweder machst du es online oder du hast einen Stift dabei und füllst es schon im Flugzeug aus. In Panama gibt es 2 offizielle Währungen, einmal den Balboa und einmal den US-Dollar. Beide sind 1:1 aneinander gekoppelt und du wirst Balboa nur in Münzform finden und nicht in Scheinen. Es gibt nur Scheine in US-Dollar. Der einfachste Weg, um an Bargeld zu kommen, ist über einen Geldautomaten. Wenn du eine Kreditkarte hast, dann kannst du sehr gut Geld am Geldautomaten abheben. Sind zwar Gebühren, aber ich glaube, das ist immer noch die beste Möglichkeit, um an US-Dollar ranzukommen. Was hier aber wichtig ist, du kriegst am Geldautomaten pro Abhebung maximal 250 US-Dollar. Das heißt, du kannst schon öfter Geld abheben, nur du zahlst dann jedes Mal Gebühren.
Alternativ gibt es natürlich auch Wechselstuben am Flughafen. Die sind aber vom Kurs meistens sehr, sehr viel schlechter als jetzt am Geldautomaten. Ansonsten gibt es auch Wechselstuben in der Stadt. Da müsste man einfach mal schauen, wo die nächste ist oder wo ihr halt in der Nähe wohnt. Aber ich glaube, die bequemste Möglichkeit ist auf jeden Fall über einen Geldautomaten. Generell ist es aber so, du musst nicht Unmengen an Bargeld in Panama dabei haben. Vor allem in Panama City kannst du alles mit Kreditkarte bezahlen. Wenn du jetzt außerhalb der Stadt unterwegs bist, macht es schon Sinn, ein bisschen Bargeld dabei zu haben, weil man nicht immer weiß, ob man wirklich in jedem Restaurant, in jedem Kiosk, überall mit Karte bezahlen kann. Daher macht das schon Sinn, wenn man ein bisschen was dabei hat. Aber du brauchst jetzt keine Unmengen an Summen in deinem Portemonnaie dabei haben. Solltest du aber mehr Bargeld da haben wollen, aus welchen Gründen auch immer, und das übersteigt sogar die Zollgrenze, dann kannst du zum Beispiel auch Krypto in Bargeld US-Dollar wechseln. Ich verlinke dir dazu auch einen Ansprechpartner, bei dem du Geld wechseln kannst. Und den findest du auch in der Beschreibung. Also wenn du irgendwie deine USDT in US-Dollar in Panama gewechselt haben möchtest, dann kannst du das super gerne machen. Andersrum genauso, wenn du jetzt total viel Bargeld über hast und du möchtest wieder nach Deutschland oder woanders hinreisen, wo du keine US-Dollar mehr benötigst, dann kannst du es auch wieder zurückwechseln und hast es einfach in Kryptowährung. Wo bekommst du dein Internet her? Generell ist es so, dass du in Panama überall kostenfreies Internet bekommst. Also Free Wi-Fi gibt es hier eigentlich fast überall. Und es ist nicht so wie in Deutschland, dass man dir den Code dafür nicht geben will. Also hier ist das gang und gäbe, dass du in jedem Restaurant, in jeder Bar, in jedem, ja, überall eigentlich kostenfreies Internet hast. Trotzdem empfehle ich dir, eine SIM-Karte zu besorgen, einfach weil es nicht so teuer ist und du dann wirklich überall Internet hast. Aber wo bekommst du jetzt deine SIM-Karte her? Grundsätzlich kannst du eine SIM-Karte direkt am Flughafen kaufen. Das würde ich dir aber nicht empfehlen, weil das echt teuer ist. Also wenn dir das Geld quasi egal ist und du sofort eine SIM-Karte haben möchtest, dann kaufst du dir auf jeden Fall am Flughafen. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich würde erst warten, bis ich in der Stadt bin und dann an irgendeinen Mini-Supermarkt gehen oder ja irgendeinen Kiosk. Also eigentlich kannst du in jedem kleinen Supermarkt an der Kasse einfach fragen, ob die eine SIM-Karte haben, und zu 99% werden die eine haben. Die SIM-Karte an sich, die kostet maximal 2 Dollar. Ich habe vorgestern für eine Freundin eine SIM-Karte gekauft und die hat genau 1 Dollar gekostet. Also bezahl auf keinen Fall mehr als 2 Dollar. Und die besten Anbieter sind Tigo und MassMobil. Das heißt, mit den beiden bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Du wirst super Internet im ganzen Land haben. Ich persönlich nutze super gerne Tigo. Du kannst bei Tigo zum Beispiel 10 Dollar aufladen und für 15 Tage Datenvolumen ohne Limit nutzen und ich glaube auch Anrufe innerhalb von Tigo. Also wenn du und dein Travel Buddy die gleiche SIM-Karte habt, also von Tigo, dann könnt ihr euch untereinander anrufen. Natürlich geht das auch über WhatsApp, aber ja, es ist halt einfach ein kleines Benefit noch dazu. So, und dann musst du ja als nächstes vom Flughafen in die Stadt reinkommen. Aber wie kommst du da jetzt hin? Also die einfachste Möglichkeit innerhalb von Panama City ist auf jeden Fall Uber. Für alle, die Uber noch nicht kennen, das ist eine App, wo sich verschiedene Fahrer einfach registrieren können mit ihrem privaten Auto, was dann quasi wie so ein Taxi ist. Du gibst da deinen Startpunkt ein und dein Ziel und dann wird dir auch sofort der Preis angegeben. Das heißt, du wirst auch nicht gescammt. Bei Taxifahrten ist es ja so, ja, siehst du aus wie ein Ausländer, zahlst du gleich mal doppelt so viel. Das hast du bei Uber eben nicht. Du kannst die App schon von zu Hause aus, also in Deutschland, herunterladen. Du kannst dich da schon mal registrieren. Du kannst dich da schon mal ein bisschen warm machen und die App so ein bisschen kennenlernen. Aber im Prinzip ist es super einfach. Du gibst eigentlich nur an, wo du gerade bist, wo du hin möchtest. Dann wird dir ein Preis angezeigt, dann wird dir ein Auto angezeigt. Du kannst auch das Auto auswählen. Das heißt, du kannst halt auch super luxuriös fahren, wenn du das möchtest. Und dann wählst du es einfach aus. Dazu wird auch das Kennzeichen angezeigt. Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht in ein falsches Auto steigen, weil du siehst immer das Automodell, wie der Fahrer heißt, das Kennzeichen.
Und wenn du einsteigst, will der Fahrer einen PIN von dir, der eben auch in der App steht. Wenn du aber sagst, ah, nee, Uber und Apps und sowas, das ist irgendwie gar nicht meins, ich möchte einfach nur ganz schnell vom Flughafen weg, dann kannst du natürlich auch in ein gelbes Taxi steigen. Am Flughafen gibt es so registrierte Taxistände, da gehst du einfach hin und bestellst dir eins. Du musst nämlich in der Stadt, wenn du ja einfach mal rumläufst und jemand hupt dich an, das sind meistens Taxifahrer, die ja durch die Gegend fahren, da musst du darauf achten, dass es ein registriertes Taxi ist. Das erkennst du an dem Kennzeichen. Es muss nämlich vorne und hinten ein Kennzeichen haben und das Kennzeichen muss ein RI beinhalten. Das ist ein registriertes Taxi und du kannst auf jeden Fall entspannt einsteigen, weil die anderen Taxis, ja, jeder kann sich sein Taxi eben so bekleben und so tun, als ob er ein professioneller Taxifahrer wäre oder ist, ist er aber dann nicht und deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen. So ein Uber in die Stadt kostet so 20, 25 Dollar, je nachdem, wo du halt hin möchtest. Ein Taxi wird wahrscheinlich so 30, 35 kosten, also so ein Zehner mehr, würde ich sagen. Und wenn du aber Low-Budget reist oder einfach keine Lust hast, so viel Geld für ein Taxi oder ein Uber auszugeben, weil ja 20, 25 Dollar für eine Fahrt nur zum Hotel ist schon nicht ohne, dann kannst du auch die Metro nutzen. Du kannst super günstig mit der Metro in die Stadt fahren. Die Fahrt kostet dich nämlich nur 85 Cent, also günstiger wirst du es auf keinen Fall kriegen, außer du läufst, aber das willst du nicht. Und wie du zur Metrostation kommst, zeige ich dir jetzt. Und zwar kommt ihr hier raus und ihr müsst hier zur Metro. Da lang. Die warten wahrscheinlich alle auf ihr Uber oder Taxi, weil die halten nämlich hier an. Und hier geht's zur Metro. Okay, stellt euch darauf ein, dass es sehr warm ist. Und sehr angenehmes Wetter ist. Aber schön 30 Grad, wie es sein muss. Also die Metro ist genau zwischen dem Terminal 1 und dem Terminal 2, dem neuen Terminal. Und hier vorne ist es auch schon. Also wenn ihr mit KLM oder Air France kommt, dann landet ihr auf jeden Fall im Terminal 2 und das ist genau der Weg, wie ihr zur Metro kommt. Hier ist das Terminal 1 und Terminal 2. Terminal 2, da landet ihr höchstwahrscheinlich. Und hier zwischen ist die Metrostation. Und mit der kommt ihr dann da ganz einfach in die Stadt. Dadurch, dass es die Endstation ist, könnt ihr auch nicht auf ein falsches Gleis laufen. Es gibt hier nur eins. Metrokarten bekommt ihr hier. Wenn ihr innerhalb von Panama öfter mit dem Bus oder mit der Metro reisen wollt, dann kann ich euch empfehlen, dass ihr hier einfach so eine Karte kauft. Die Karte kostet, glaube ich, 2 Dollar. Guck mal gerade. Genau, 2 Dollar kostet die Karte. Und dann könnt ihr die einfach aufladen mit Bargeld und damit dann Busse nutzen oder die Metro oder ja, das war's eigentlich. Wenn ihr dazu keine Lust habt und eine Kreditkarte habt, könnt ihr auch einfach mit der Kreditkarte direkt bezahlen. Und zwar nehmt ihr die äußerste Linie und hier könnt ihr einfach eure Karte auflegen und dann seid ihr schon drin. Es gibt zwei Linien. Einmal die grüne Linie und die rote Linie. Ihr braucht beide, wenn ihr in die Stadt wollt oder wenn ihr zum internationalen Busbahnhof wollt, um dann einfach weiter ins Land zu reisen. Und zwar die grüne Linie, die kostet 50 Cent und die rote Linie kostet 35 Cent. Also ihr kommt vom Flughafen in die Stadt mit 85 Cent. Günstiger geht es, glaube ich, gar nicht. So, und dann sind wir schon angekommen am Ende von diesem Video. Ich hoffe, du konntest ganz viele Tipps mitnehmen und du freust dich auch schon auf deine kommende Panama-Reise. Und falls du irgendwelche Fragen hast, dann lass mir gerne einen Kommentar da. Oder wenn du irgendwelche Themenvorschläge hast oder Dinge, die dich brennend interessieren rund um Panama, dann schreib mir super gerne einen Kommentar. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!